Schönen guten Morgen, ich begrüße Sie zur ZIP um 9 Uhr. Es war eine lange Nacht am Wiener Landesgericht und alles andere als ein kurzer Prozess zum Terroranschlag in Wien im November 2020. Nach 15 Prozesstagen und dann nach mehr als 12 Stunden Beratungen fast bis Mitternacht haben die Geschworenen entschieden. Zwei Angeklagte werden im Sinne der Erstanklage freigesprochen, vier verurteilt, zwei davon lebenslänglich. Sie sollen den Attentäter bei der Planung des Anschlags unterstützt haben. Diese Urteile sind noch nicht rechtskräftig. Wie konnte es zu dem Terroranschlag in der Wiener Innenstadt kommen? Auf diese Frage gibt es seit heute Nacht zumindest zum Teil eine Antwort. Vier Männer haben den Attentäter laut den nun verkündeten Urteilen unterstützt. Zweimal wird die Höchststrafe verhängt. Einmal gibt es 20 und einmal 19 Jahre Haft. Sämtliche Urteile sind nicht rechtskräftig. Schuldig wird etwa jener Waffenhändler gesprochen, der dem Attentäter im Sommer 2020 Waffen und Munition verkauft hat. Das hat er vor Gericht auch gestanden. Von den Anschlagsplänen will er nichts gewusst haben. Womit ich richtig gelegen bin, ist, und das haben die Geschworenen auch richtig beurteilt, das muss man ganz offen sagen, ist, dass der Vorwurf des Terrorismus weggefallen ist. Ja, sie sind dann zum Schluss gekommen, dass es eben sozusagen Beitragstäterschaft zum normalen, unter Anführungszeichen, Mord ist. Auch das ist meines Erachtens verfehlt. Daher wolle sie, wie auch zwei weitere Verteidiger, eine Nichtigkeitsbeschwerde und Strafberufung einbringen. Vom Vorwurf der Beteiligung am Mord werden zwei Männer freigesprochen. Sie werden aber wegen Mitgliedschaft in der radikal-islamistischen Terrormiliz IS zu jeweils 2 Jahren Haft, davon 8 Monate unbedingt verurteilt. Darunter ist jener Mann, der den späteren Attentäter nach Bratislava gefahren hat. Er habe nicht mitbekommen, dass der Attentäter bei genau dieser Fahrt versucht hat, Munition zu kaufen. Ich bin äußerst zufrieden mit dem Urteil der Geschworenen. Ich habe mir das erhofft und bin wirklich, wirklich erleichtert, dass es so gekommen ist, wie wir es uns erhofft haben. Für Andreas Wiesinger, der den Terroranschlag 2020 nur knapp überlebt hat, sind die Urteile ein Signal der Abschreckung für mögliche Nachahmungstäter. Aber ich glaube, kein Urteil kann Necip, kann Vanessa, Xiam oder Gudrun wieder zurückbringen. Daher müsse alles getan werden, um solche Taten künftig zu verhindern. Vor dem EU-Ukraine-Gipfel morgen in Kiew ist Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen schon heute in der Ukraine eingetroffen. Bei den Gesprächen geht es um Finanzhilfen, aber auch um den von der Ukraine angestrebten EU-Beitritt. Die Regierung um Präsident Zelensky bemüht sich im Vorfeld um Erfolge, vor allem im Kampf gegen die grassierende Korruption in seinem Land. Razzien bei Zollbeamten, Polizeiabteilungen und auch bei Oligarchen. Fotos der letzten Einsätze sollen belegen, dass Kiew im Kampf gegen Amts- und Machtmissbrauch ernst macht. Von einem erfolgreichen Tag für das Land spricht Präsident Zelensky und kündigt weitere Schritte gegen Korruption an. In manchen Bereichen könne die Rechtsstaatlichkeit nur mit einem Wechsel an der Führung garantiert werden. Neben die inneren Feinde kämpft die Ukraine weiter, aber vor allem gegen den von außen. Vor dem Jahrestag des russischen Angriffs am 24. Februar rechnet man mit verstärkten Offensiven. Moskau wolle unbedingt Erfolge vorweisen, wird befürchtet. Russland will jetzt etwa die seit langem umkämpfte Stadt Bachmut umsingelt haben. In der Großstadt Kramatorsk wird einmal mehr ein Wohnhaus von einer Rakete getroffen. Es gibt mindestens 3 Tote. In den Trümmern wird weiter nach Vermissten gesucht. Österreich wird 4 russische Diplomaten ausweisen. 2 davon sind bei der russischen Botschaft beschäftigt, heißt es, die anderen beiden bei den Vereinten Nationen in Wien. Der Grund, sie hätten mit ihrem diplomatischen Status unvereinbare Handlungen gesetzt. Worum es da konkret geht, wollte das Außenministerium nicht bekannt geben. Die Betroffenen müssen Österreich jetzt binnen einer Woche verlassen. Im Iran geht die Regierung nach wie vor mit voller Härte gegen Kritiker vor. Für die Veröffentlichung eines Tanzvideos ist ein junges Bloggerpaar jetzt zu 10 Jahren und 6 Monaten Haft verurteilt worden. Vor dem sogenannten Freiheitsturm in Teheran tanzt das Paar für ihre rund 2 Millionen Instagram-Follower. Die Frau trägt dabei verbotenerweise kein Kopftuch. In den sozialen Medien ist das Video als Symbol für die iranische Freiheitsbewegung vielfach geteilt worden. Die iranischen Behörden haben bisher etwa 14.000 Menschen festgenommen und Dutzende Todesurteile vollstreckt.
In Rom könnte heute der Transitverkehr über den Brenner zum Thema werden. Südtirols Landeshauptmann Arno Kompatscher besucht nämlich Ministerpräsidentin Giorgia Meloni. Der Verkehrsminister der italienischen Regierung, Legachef Matteo Salvini, fordert ein hartes Vorgehen gegen die Tiroler Lkw-Fahrverbote auf der Brennerautobahn. Er will mit Frechtern auf dem Brenner demonstrieren und er fordert die EU-Kommission dazu auf, ein Vertragsverletzungsverfahren gegen Österreich einzuleiten. Italiens Verkehrsminister hat sich Unterstützung geholt. Matteo Salvini hat diese Woche seinen deutschen Amtskollegen Volker Wissing in Rom empfangen. Man sei sich einig, berichten italienische Medien danach, einig gegen österreichische Brennerfahrverbote. Schon beim Verkehrsministerrat im Dezember hatte Salvini angekündigt, dagegen vorgehen zu wollen. Transitbeschränkungen seien anachronistisch, antieuropäisch und wirtschaftsfeindlich. Antistorico, antieuropeo, antiekonomico. Südtirols Landeshauptmann könnte heute mit seinem Vorschlag nach Rom kommen. Er hat ein Slot-System angedacht. Ob er es in Palazzo Chigi überhaupt zur Sprache bringt oder es ihm in erster Linie um die Autonomie gehen wird, die heute Thema beim Ministerrat in Rom ist, ist allerdings offen. Die Forderung der Grünen, hier in Österreich Autofahrer einzubremsen, hat Unterstützung von 4 Verkehrsfachleuten bekommen. Sie wenden sich in einem Brief an die Regierung und fordern auch Tempolimits von 30 km/h im Ortsgebiet, 80 auf Freilandstraßen und 100 auf Autobahnen. Alle anderen Parlamentsparteien und auch die Autofahrerclubs sind dagegen. Tempo 30 im Ortsgebiet, 80 auf der Freilandstraße und 100 auf Autobahnen. Dafür gäbe es gute wissenschaftliche Gründe, heißt es von den Verkehrsfachleuten, vor allem was den CO2-Ausstoß betrifft. Wenn Sie nur Tempo 100 auf Autobahnen einführen, haben Sie Einsparungspotenzial von 1-3%. Wenn Sie auf den Landstraßen einsparen oder Tempo 80 installieren, dann haben Sie über 10% der Gesamtemissionen, können somit eingespart werden. Außerdem würde es laut Studie rund 100 Tote und 7000 Verletzte weniger auf Österreichs Straßen geben. Im Verkehrsministerium sieht man eine Temporeduktion grundsätzlich als sinnvolle Maßnahme. Es scheitere aber am politischen Willen, heißt es in einer schriftlichen Stellungnahme. Es gibt für eine gesetzliche Änderung der Höchstgeschwindigkeiten im Nationalrat keine Mehrheit. ÖVP, SPÖ, FPÖ und NEOS haben sich dagegen ausgesprochen. ARPÖ und ÖRMTC stehen bei einer Reduktion der Tempolimits weiter auf der Bremse. Überzeugungsarbeit würde mehr bringen als gesetzlich verordnete Tempolimits, heißt es. Ein Grund, langsamer zu fahren, ist vielerorts heute auch das Wetter. Hier sind die Aussichten. Mehrere Tiefdruckgebiete lenken diese Woche Schnee- und Regenwolken nach Österreich. Besonders auf den Bergen der Alpen-Nordseite kommen dabei große Schneemengen zusammen. Heute Vormittag regnet und schneit es vom Bregenzer Wald bis nach Oberösterreich und in die Steiermark. Die Schneefallgrenze liegt zwischen 200 und 800 Meter Höhe. Teils sonnig, aber windig ist es im Osten Österreichs. Am Nachmittag halten die kräftigen Schauer an der Alpen-Nordseite an und Vorsicht, durch den nassen Neuschnee können rund um die Obersteiermark vereinzelt Bäume umstürzen. Im Osten und Süden bekommt man davon weiterhin nicht viel mit. Die Temperaturen steigen heute auf etwa 0 bis 8 Grad. Auf den Bergen weht heute kräftiger, teils stürmischer Wind und es schneit vielerorts. Die Lawinengefahr steigt oberhalb der Waldgrenze auf Stufe 4 von 5 und zwar vom Karwendel über die Tauern bis in die Ibstaler Alpen. Auch das Wochenende bringt unbeständiges Wetter mit Sonne und Schauern. Morgen am Freitag ist es vor allem im Osten nass, am Samstag eher Richtung Westen und im Salzkammergut fällt bis dahin auf den Bergen weit über 1 Meter Neuschnee. Und mit diesen Aussichten darf ich mich von allen Zuseherinnen und Zusehern verabschieden, die WR3 SAT mit dabei waren. Mit lieben Grüßen aus Wien. Wir melden uns wieder mit der nächsten ZIP um 13 Uhr. Jetzt folgt hier wieder Fit mit Philipp. Ich wünsche Ihnen auch einen schönen Vormittag. Auf Wiedersehen.